Okay, dann starten wir gleich. Heute geht's um das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das ist das Gesetz, das das persönliche Schicksal eines jeden einzelnen Menschen steuert und auch deins. Und warum, werde ich heute genau erklären. Alles auf unserer wunderbaren Welt und alles in unserem Universum funktioniert immer nach Gesetzen. Und gleich am Beginn erkläre ich jetzt das Gesetz von Ursache und Wirkung am Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Die Wirkungsweise und das Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein ist den meisten Menschen nicht bekannt und aus dem Grunde leiden sie. Menschen erschaffen sich aus Mangel an Wissen unbewusst eine Realität, in der sie nicht leben wollen. Menschen wollen Reichtum und erschaffen sich aus Unwissenheit Mangel und Geldsorgen. Menschen wollen gesund und schlank sein und erschaffen sich aus Unwissenheit Krankheit und Übergewicht. Menschen wollen gute harmonische Beziehungen und schaffen sich aus Mangel an Wissen unbewusst Probleme in ihren Beziehungen. Und heute wirst du erfahren, warum das so ist und du wirst vielleicht erstmals ganz klar verstehen, wie dein Bewusstsein mit deinem Unterbewusstsein zusammenarbeitet und wie bei den meisten Menschen aus der unintelligenten Nutzung des eigenen Verstandes Leid und Krankheit entsteht. Also reden wir nicht lange herum. Wir beginnen gleich mit der Erklärung des Gesetzes von Ursache und Wirkung anhand des Zusammenwirkens vom bewussten Verstand und vom unbewussten Verstand. Also erstmal, das Gesetz von Ursache und Wirkung besagt, für jede Wirkung gibt es eine Ursache und im Umkehrschluss, für jede Ursache gibt es eine Wirkung. Mit anderen Worten, was du säst, wirst du ernten oder was du hineingibst, wirst du herausbekommen. Alles, was passiert, hat eine Ursache. Und auch wenn uns mit unserem begrenzten Verstand es uns oftmals erscheint, dass das Leben vom Zufall bestimmt ist, das ist nicht so. Alles in diesem Universum unterliegt zuverlässigen Gesetzmäßigkeiten. Und schauen wir uns jetzt die Zusammenarbeit von Bewusstsein und Unterbewusstsein an. Zuerst einmal der bewusste Verstand. Der bewusste Verstand hat nur eine einzige Aufgabe: zu denken. Oder sich Gedanken zu machen. Und Gedanken sind das einzige Produkt des bewussten Verstandes. Die Gedanken, die sind nicht einfach da, die kommen auch nicht irgendwo her. Nein, Gedanken werden gemacht von deinem Verstand. Und die einzige Aufgabe zu denken, dazu gehört zum Beispiel Entscheidungen treffen oder Ereignisse bewerten oder sich eine Meinung über Situationen oder andere Menschen bilden. Und die Kapazität des bewussten Verstandes ist begrenzt und deshalb macht der bewusste Verstand in der Bewertung von Situationen, in der Bewertung von Menschen, in der Bewertung von Ereignissen oftmals Fehler. Der bewusste Verstand hat die Kontrolle über das Unterbewusstsein und du hast die Kontrolle über deinen bewussten Verstand. Wir machen uns also Gedanken und wer hier oft zuhört, der weiß, Gedanken führen zu Gefühlen. Denkst du fröhliche Gedanken, machst du dir somit selbst fröhliche Gefühle. Denkst du dankbare Gedanken, kreierst du so selbst in dir dankbare Gefühle. Machst du dir ärgerliche Gedanken, kreierst du in dir selbst ärgerliche Gefühle. Bei neidischen Gedanken, wenn du die denkst, dann schaffst du dir selbst in dir neidische Gefühle. Ich will dir ein Beispiel geben. Also eine Rechnung flattert ins Haus. Und vielleicht hat jemand gerade Schwierigkeiten mit den Finanzen. Und dann denkt er sich, wie soll ich die Rechnung bezahlen? Und das gibt einen Druck in der Magengegend. Und dann kommen Gedanken von Mangel. Und diese Gedanken des Mangels schaffen Gefühle von Mangel. Zuerst denkst du nur den Gedanken und dann fast zeitgleich werden Gefühle ausgelöst, passend zu diesen Gedanken. Und dieser Gedanke des Mangels, den du dann hast, vielleicht ein Druck in der Magengegend, weil du nicht weißt, wie die Rechnungen bezahlt werden sollen, der spiegelt sich in allen Zellen deines Körpers wieder. Und jetzt frage ich dich, ist das gesund? Und ich kann dir gleich sagen, und das weißt du selber, nein. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Negative Gefühle schwächen das Immunsystem. Und wären wir hier in einem großen Seminarraum, könnte ich das beweisen, anhand eines Armtests zum Beispiel. Es gibt so viele Beweise. Und das macht sich dann bei dir bemerkbar in deiner Körperhaltung. Die wird dann mehr gedrückter, weil die Gedanken des Mangels sind fast wie ein körperlicher Schmerz. Und das äußert sich in der Körperhaltung, im Gesichtsausdruck, das äußert sich in der Energie, die du zur Verfügung hast. Und das beeinflusst wiederum deine Gefühle, die sich dann zu verstärken beginnen. Du schaukelst dann sozusagen mit den unkontrollierten Gedanken des Mangels die Spirale negativer Gefühle immer weiter hoch.
Ein Gedanke erschafft ein bestimmtes Gefühl. Und dann kommt der nächste Gedanke dazu, erschafft das nächst stärkere Gefühl. Der nächste Gedanke kommt dazu und erschafft wieder ein stärkeres Gefühl. Und so geht's weiter. Und dein gesamter Körper reagiert auf jeden dieser Gedanken. Und am Ende kann es sein, dass du dir vorstellst, dass du dein Haus verlierst, dass du auf der Straße leben musst. Und du malst dir die schlimmsten Dinge in deiner Fantasie aus, die wahrscheinlich nie passieren werden. Du hast dich also von der Spirale negativer Gedanken gefangen nehmen lassen. Die Gedanken, die du dir machst, sind eine Ursache. Und die Gefühle, die du dabei empfindest, sind in dem Fall die Wirkung. Also du machst dir Gedanken, die Ursache, und die Gefühle, die daraus kreiert werden, sind die Wirkung. Es ist ganz, ganz einfach. Aber die Wirkung unserer Gedanken geht noch weit darüber hinaus. Und ich erkläre dir auch gleich, warum. Und jetzt eine Frage an dich. Bist du gerade zufrieden mit deinem derzeitigen Leben? Also jetzt gerade, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Und ich kann dir sagen, dein Leben, so wie es jetzt gerade in dem Moment ist, ist die Wirkung. Und die Ursache sind deine Gedanken. Dein Leben von heute ist ein perfektes Spiegelbild deiner Gedanken von gestern. Ich sag's nochmal, dein Leben von heute ist ein perfektes Spiegelbild deiner Gedanken von gestern. Das heißt, die Gedanken, die du vorwiegend denkst, erschaffen dein Leben. Die Gedanken, die du gestern vorwiegend gedacht hast, haben dein derzeitiges Leben erschaffen. Und alle, die oft hier sind und unsere Stammzuschauer, die wissen das natürlich. Die Gedanken, die wir uns machen, sind wie Befehle für unser Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein muss diese Befehle ausführen. Die Gedanken sind die Ursache und das Unterbewusstsein sorgt für die Wirkung. Und die Wirkung ist unsere Lebensrealität. Und diese Wirkung spiegelt sich dann in deinen Lebensumständen wieder. Und jetzt ist die Frage, wie macht das Unterbewusstsein das? Signale vom Unterbewusstsein könnten sein, dir wird eine Idee, du hast eine Idee oder eine Intuition oder dein Unterbewusstsein lässt dich Menschen erkennen, die dir helfen können oder lässt dich Möglichkeiten erkennen oder macht dich offen für Problemlösung. Über die Intuition kommuniziert dein Unterbewusstsein mit dir. Wenn du dich also oft ärgerst oder besser, wenn du dir oft ärgerliche Gedanken machst, ist das wie ein Befehl ans Unterbewusstsein. Und du wirst dir selbst unbewusst Möglichkeiten schaffen, dich auch in der Zukunft zu ärgern. Gedanken sind schöpferische Energie und das Unterbewusstsein führt diese Gedanken aus. Das Unterbewusstsein realisiert diese Gedanken. Ich erkläre das gleich noch genauer. Und das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung und auch das Gesetz der Anziehung. Die beiden Gesetze wirken immer 100% zuverlässig. Es gibt keine Ausnahmen und auch keine Zufälle. Und darum ist es so wichtig, bewusst gedankliche Befehle ans Unterbewusstsein zu senden. Also die Gedanken ganz bewusst ans Unterbewusstsein zu senden. Und du weißt ja, die vorwiegenden Gedanken, die du heute denkst, die erschafft das Unterbewusstsein als deine Realität von morgen. Das heißt also, wenn du mal gute Gedanken und mal schlechte Gedanken denkst oder mal positive, konstruktive, ermutigende und mal ärgerliche, geizige, unharmonische Gedanken, dann ist das ein Mischmasch an Gedanken. Und dein Unterbewusstsein hat dann nicht so recht eine Richtung und sucht sich dann den Mittelweg raus. Also es kreiert den Durchschnitt deiner Gefühle von heute als deine Lebensrealität von morgen. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt zum Unterbewusstsein. Also die beste Erklärung der Wirkungsweise des Unterbewusstseins habe ich aus einem amerikanischen Buch und ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Und ich hatte auch keine Zeit mehr danach zu suchen. Jetzt stell dir bitte ein riesiges Schiff vor. Ein riesiges Schiff. Und der Kapitän steht oben auf der Brücke, er hat den Überblick und er gibt die Befehle. Er sagt 9 Grad Nord oder Kurs 3 Grad Südwest, 12 Knoten Geschwindigkeit. Der Kapitän gibt genaue Anweisung. Und die Techniker im Maschinenraum, die können nicht sehen, es gibt keine Fenster im Maschinenraum. Die sind auf die korrekten Anweisungen des Kapitäns angewiesen und sie führen diese Anweisung immer mit 100%iger Zuverlässigkeit aus. Immer 100% zuverlässig. Gibt der Kapitän falsche Befehle, werden die Techniker im Maschinenraum diese falschen Befehle garantiert ausführen und das Schiff befindet sich dann vielleicht auf einem falschen Kurs oder kollidiert oder läuft auf Grund. Egal, ein falscher Befehl kann schlimme Auswirkungen haben. Der Captain trägt also eine große Verantwortung für die gesamte Besatzung. Und das Unterbewusstsein sind die Techniker unter Deck.
die blind die Befehle des Kapitäns ausführen. Sie können ja auch nichts anders. Sie sehen nichts. Sie können nicht urteilen. Sie können nicht bewerten. Sie sehen nichts. Sie müssen sich auf die Befehle des Kapitäns verlassen. Also das Unterbewusstsein sind die Techniker unter Deck. Und der bewusste Verstand ist der Kapitän, der die Befehle gibt. Und das bedeutet, jeder Befehl vom bewussten Verstand wird vom Unterbewusstsein blind ausgeführt. Der bewusste Verstand gibt die Befehle, das Unterbewusstsein führt die Befehle aus. Der bewusste Verstand ist aber fehlbar. Das heißt, er macht oftmals Fehler in der Bewertung von Situationen, im Einschätzen von Menschen oder im Treffen von Entscheidungen. Das weiß jeder. Aber der unbewusste Verstand führt alle Befehle zu 100% korrekt aus. Der unbewusste Verstand kann gar nicht urteilen, der kann auch nicht bewerten. Er ist nur ein ausführendes Organ. Er erhält Befehle und führt diese Befehle mit 100%iger Sicherheit aus. Der unbewusste Verstand ist verantwortlich für alle Prozesse, die uns am Leben erhalten. Er reguliert den Herzschlag, den Blutdruck, den Transport des Blutes, die Neubildung von Milliarden von Zellen täglich, in jeder Sekunde. Das Regenerieren von Zellen, das Atmen. All diese lebenswichtigen Aufgaben sind dem bewussten Verstand entzogen, weil er fehlbar ist. Und die Prozesse, die uns am Leben erhalten, die müssen ja garantiert richtig ausgeführt werden. Und im Durchschnitt ungefähr 80 Jahre lang. Darum sind die Prozesse, die uns am Leben erhalten, dem bewussten Verstand, der bewussten Kontrolle entzogen. Und unser Unterbewusstsein, und jetzt wird es wichtig, übernimmt alle Prozesse, die immer wieder und wieder wiederholt werden. Zum Beispiel das Autofahren. Am Anfang hast du eine Zeit gebraucht, um Autofahren so zu lernen, dass du dich nicht mehr bewusst konzentrieren brauchtest. Und ab dem Moment hat das Unterbewusstsein all die Abläufe automatisiert übernommen. Hat vielleicht 2 Monate, 3 Monate gedauert und dann konntest du richtig Autofahren. Das heißt, dein Unterbewusstsein ist dann für dich Auto gefahren. Oder eine Sprache lernen zum Beispiel. Wie lange dauert es, bis du ein Wort in einer neuen Sprache sofort aussprechen kannst, ohne danach zu suchen? Oder die Schuhe zu binden? Oder Klavier spielen, Skifahren? Und auch Gedanken, die du oft denkst, werden nach entsprechender Wiederholung vom Unterbewusstsein automatisch ausgeführt. Und das führt zu Denkgewohnheiten. Und Menschen, die vorwiegend negativ denken, die haben sich im Laufe des Lebens antrainiert, dieses negative Denken. Sie haben sich das negative Denken irgendwann, meist in der Kindheit, haben das vorgelebt bekommen und dann haben sie es übernommen und nachgemacht. So einfach ist es. Und nach etlichen Wiederholungen ist dann eine Denkgewohnheit daraus geworden. Und aus der Denkgewohnheit hat dann das Unterbewusstsein automatisiert diese Denkprozesse übernommen. Also das Gute ist, dass wir Denkprozesse lernen und auch verlernen können. Und das ist einfach. Es sind nur ganz, ganz, ganz viele, viele, viele Wiederholungen der neuen Gedanken notwendig. Und neue Gedanken werden dann zwangsläufig zu neuen Denkgewohnheiten. Und diese Denkgewohnheiten, die werden dann automatisiert im Unterbewusstsein. Es geht nicht anders. Und das ist der Prozess. Wenn alte negative Denkmuster nicht mehr gedacht werden, dann verkümmern sie. Die verkümmern völlig von selbst. Es sind ja nur Gedanken. Und alles, was nicht gebraucht wird, das verkümmert. Das ist die Wirkungsweise des Unterbewusstseins. Und jetzt kommen wir wieder kurz auf den bewussten Verstand zurück. Der bewusste Verstand entscheidet, was ins Unterbewusstsein gelangt und was durch das Unterbewusstsein realisiert wird. Der bewusste Verstand, und jetzt wird es wieder wichtig, der bewusste Verstand ist der Wächter am Tor des Unterbewusstseins. Und genau aus dem Grunde ist es jedem Mensch möglich, mit dem richtigen Gebrauch des Verstandes das eigene Leben komplett umzudrehen. Von Mangel zu Fülle, von Krankheit zu Gesundheit, von verbittert zu fröhlich, von sarkastisch zu liebevoll, von unsicher zu selbstbewusst, vom Opfer zum Schöpfer des eigenen Lebens. Der bewusste Verstand hat also die Macht, die Gedanken zu kontrollieren, die ins Unterbewusstsein gelangen. Der bewusste Verstand hat die Macht, das zu bestimmen, was das Unterbewusstsein garantiert ausführen muss. Du erinnerst dich, das Unterbewusstsein führt die Befehle des Verstandes blind aus, ohne irgendwelche Fragen zu stellen, ohne zu bewerten. Er ist ein blindes Ausführungsorgan. Wie die Techniker im Maschinenraum des Schiffes, die nichts sehen, die blind die Befehle des Kapitäns befolgen müssen. Und wenn der bewusste Verstand sich in einer Spirale negativer Gedanken befindet, welche Befehle gibt er in diesem Moment ans Unterbewusstsein? Wenn du in einem Lebensabschnitt
viele Gedanken des Mangels denkst, weil Rechnungen nicht bezahlt werden können, weil das Geld hinten und vorne nicht reicht. Welche Befehle bekommt dann das Unterbewusstsein? Es bekommt die falschen Befehle. Du denkst und fühlst Mangel und dein Unterbewusstsein sagt, dein Wunsch ist mir Befehl und schafft mehr Mangel. Wo Mangel herrscht, wird Mangel größer. Wo Reichtum herrscht, wird Reichtum größer. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und genau so ist es. Denkt ein Mensch häufig über Krankheiten nach, bildet sich vielleicht Krankheiten ein. Welche Befehle gibt er in dem Moment seinem Unterbewusstsein? Er denkt kranke Gedanken, die zu unguten, kranken Gefühlen führen. Das Unterbewusstsein sagt, dein Wunsch ist mir Befehl und schafft mehr Krankheit. Wenn ein Mensch denkt, ich bin zu dick, ich wiege zu viel, ich habe Übergewicht, warum bin ich so fett? Welche Befehle bekommt das Unterbewusstsein? Gedanken sind schöpferische Energie. Das Unterbewusstsein sagt, dein Wunsch ist mir Befehl und schafft weiter Übergewicht. Bevor du in der Realität des Lebens schlank werden kannst, musst du zuerst in der Realität deiner Gedanken schlank sein. Bevor du in der Realität des Lebens reich sein kannst, musst du vorher in der Realität deiner Gedanken reich sein. Bevor du in der Realität deines Lebens gesund sein kannst, müssen vorher deine Gedanken gesund sein. Und bevor du in der Realität des Lebens selbstbewusst sein kannst, musst du zuerst selbstbewusste Gedanken haben. Und bevor du in der Realität deines Lebens Liebe geben kannst, musst du zuerst in der Realität deiner Gedanken liebevoll sein. Und das ist der Weg. Gedanken sind die Ursache, Realität ist die Wirkung. Und Albert Einstein, der hat das so gesagt.